Du hast den Fluch überlebt. Man wird in ganz Theben von dir sprechen. Mein Name darf nicht erwähnt werden. Genug, Sutek. Natürlich. Kein Philakitai wird von dem Mann mit dem tödlichen Blick erfahren. Man sagte mir, du könntest helfen. Das ist für dich. Was ist das? Wer gab dir das? Die Frau, die du als Aya kennst. Nun gut. Und was willst du? Ein seltenes Artefakt. Ich halte es für die Quelle dieses Fluchs. Kann das sein? Es gibt Gerüchte. Ein Relikt wurde aus einem Pharaonengrab gestohlen. Einige meinen, dieser Frevel habe den Fluch heraufbeschworen. Ich muss es finden. Es gibt einen Schwarzmarkt hier in Theben. Geheime Auktionen. Seltene Güter. Sprich mit den Händlern am Hafen. Die wissen mehr. Sag Aya, dass wir quitt sind. Ich ziehe nach Süden. Dieser Fluch ist mir nicht geheuer. Und wenn ich mehr Fragen habe? Dann such Isidora, Gottes Gemahlin des Amun. Sie versteht diesen Fluch auf eine andere Art als ich. Ah. Meine Schuld bei Aya ist beglichen. Ich habe nichts mehr für dich. Wenn das Relikt aus einem Grab gestohlen wurde, muss hier jemand den Dieb kennen. Wo finde ich etwas Seltenes? Golden, wie die Sonne. Ich habe Gold. Brauchst du Schmuck für eine Dame? Was immer du suchst, Nip. Du findest nichts Besseres in Theben. Hier, hier! Ich suche etwas Besonderes. Sehr alt. Ich habe Geld. Ich suche etwas Besonderes. Sehr alt. Ich habe Geld. Sprich mit Siamun, wenn du nach solchen Stücken suchst. Er hat die besten in ganz Theben. Ich suche etwas Besonderes. Sehr alt. Ich habe Geld. Sprich mit Siamun, wenn du nach solchen Stücken suchst. Er hat die besten in ganz Theben. Ist das hier alles? Ich hörte, auf diesem Markt gäbe es Artefakte aus den Gräbern. Mit Relikten kann man kein Geld verdienen, Neb. Alle wollen nur einen Schutz vor dem Fluch. Skarabäen, Amulette. Willkommen, Senni, bei Siamuns Raritäten.
Suchst du etwas Besonderes? Ich führe die seltensten Güter in ganz Theben. Ein Artefakt aus den Gräbern. Solche Schätze kosten das Vermögen eines Pharao. Aber nicht hier, Nip. Die Soldaten sind dumm, doch ihre Schwerter sind scharf. Komm. Nicht viele Händler machen Geschäfte mit Fremden. Und warum nicht? Du bist im Herzen des Schwarzmarktes. Relikte gibt es überall. Vertrauen findet man selten. Aber vertraue Siamun. Nur dir? Von allen Händlern? Viele würden einen Neuankömmling in Theben übervorteilen. Einen, der so viel Geld dabei hat. Du musst sehr vorsichtig sein, Neb. Nochmal. Ich suche nach einem Artefakt aus den Gräbern. Oh, das Artefakt. Ja, ja, nur Irsu darf davon nie erfahren. Irsu? Du weißt wirklich überhaupt nichts, nicht wahr? Ich weiß, wie man einem Mann die Kehle aufschlitzt, bevor er um Hilfe rufen kann. Es gibt da eine Auktion. Sehr exklusiv. Ich wollte teilnehmen, aber Irsu und ich sind uns nicht sehr zugeneigt. Wo bekomme ich eine Einladung? Tahimet hat eine. Die Historikerin. Ich habe versucht, sie ihr beim Würfeln abzunehmen. Wir spielen auf einem Dach nördlich von ihr. Bei Horus, mehr weiß ich nicht. Bitte lass mich leben. Käfer-Scheiße aus einem Eselarsch, was soll das? Ich würfel nochmal, hä? Wenn ich verliere, werde ich dir das Doppelte geben. Aber gerne. Ich weiß, dass du eine Einladung hast. Lass uns darum spielen. Ich habe Geld. Vielleicht möchte ich die Einladung behalten. Schon mal dran gedacht? Ich garantiere dir, du kannst sie nicht mehr wollen als ich. Bitte. Meine Mutter, sie ist krank. Sie hat nur einen Wunsch. Dein Onkel ist ein besserer Lügner. Was will der Schläger hier? Gehört er zu dir? Hab ihn noch nie gesehen. Ha! Ha! Bezahlweib! Du betrügst!
Genau wie bei ihm! Ich wusste es! Jetzt hörst du schon Schläge an? Du solltest gehen, solange du noch kannst. Nie im Leben, Schindlerin! Auf deine Verantwortung! Du hast... Ich hab mein ganzes Geld verloren, hä? Nep? Bayek. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Informationen. Und deine Einladung. Zu Irsos Auktion? Du hast gehört, was ich diesem Schwachkopf Sutek gesagt habe. Der hat dir auch nicht das Leben gerettet, Talmud. Na gut. Das wird mir sowieso alles ein wenig zu heiß. Grabschändungen, Flüche. Pharaonen stehen von den Toten auf. Was will denn Irso verkaufen? Was immer es ist, es brachte diesen Fluch über uns. Hör zu, Irso ist ein Gauner. Er und seine Kumpanen fanden das Grab von Nofretete und stahlen etwas daraus. Und nun will sie es zurück. Niemand verdient den Tod mehr als dieser Mistkäfer, aber sie will uns alle. Die Einladung findest du in meiner Villa, am Eingang zu Karnak. Nimm sie dir. Wenn die Götter dich lassen. Die Götter? Wirst schon sehen. Ich muss zu einem Spiel auf der anderen Seite Thebens. Mögen die Würfel dir gnädig sein, Bayek. Right position, Gere. Sigiriet. Jeren hu. Du genet. Drei Position gerecht. Wir starren fragend in den Abgrund und lassen uns in den Schlaf fallen. Unser Kar reist herum, verlässt den Körper, durchquert die schlaftrunkenen Gänge und die verträumten Kammern, bis er endlich in das unendliche Licht und die Schattierungen des Multiversums eintaucht. Jeden Atemzug des Windes spürt und jeden Strich der untoten Federn.
uns, was wir nicht sehen können. Er enthüllt die Geheimnisse der nächtlichen...